guys, welcome back to the channel. I am here at the castle of my hometown Lörrach in Germany. My sister and I are preparing right now for the world's second biggest medieval live action roleplay event. The event is taking place in Germany, specifically in Diemelstadt in Hessen. About 5,000 people are coming together for an entire week each year. I have seen a YouTube video about this event, and it looks like a computer game, but in real life. So I instantly thought it would be a cool idea to sign up for the event and take you all, of course, with us. So who's us? It's my sister Alina and one of my best buddies, Felix. And by the way, guys, isn't that a great view from up here? But what is the event actually all about? The emphasis of the game is role-playing with each other and on a combat system of players against other players. The Drachenfest takes place in a medieval fantasy setting, which is very broad and leaves a lot of freedom for your own character design. During the festival, you will belong to a camp that represents your own character's path. Each camp has its own territory and defends a banner. At the end of the game, there's an epic final battle. One camp will win the Drachenfest and will rule the realm for the next year. And that's what it's basically all about. If you want to know more details about this event, check out the link down in the video description. Now, we have to do the most important thing as preparation for the festival. We have to come up with some proper outfits. And that's what we're going to do now and what the rest of the video is about. Vorbereitung Drachenfest, unser erstes LARP-Event. Marvin, zeig mal dein Outfit. Ich habe es ja jetzt noch nicht gesehen und bin gespannt, was du dir da rausgesucht hast. Der kann so rennen, ist leicht, hat das Schwert auf dem Rücken. Schön, nicht zu viel Kram hier am Gürtel hängen, weil dann kann ich halt immer noch rumspringen, klettern und abrollen. Hey, so stelle ich mich eher vor, ja, als Braveheart. Jo. Freiheit. Zeig mal jetzt dein Outfit auf Amazon. Oder okay, zeig erst mal, wie du es... Das bin ich. Sowas von ich mit so einem Vogel auf dem Kopf. Ja. Das ist unser Squad. Was? Das bist du. Das bin ich. Auch so dein Blick. So eine Kapuze. Ja, die ist geil. Die würde ich mir vielleicht auch noch holen. Das finde ich auch richtig geil. Ja, da muss man vielleicht auch noch was selber machen. Das muss man eh alles noch ein bisschen, vielleicht mit Farben ein bisschen anrauen und einen geilen Touch geben. Alright, dann bestell das Zeug mal. Und ja. Weil die Hose, die passt schon mal, die sieht cool aus. Mhm. Die muss man nachher noch ein bisschen unruffen. So, anything these things for my legs. Mhm. And I just wrap this around my ankles here. Like this. So. Hier unten. Hat sich Marvin noch so ein Tuch bestellt. Wie nennt man die Dinger nochmal? Ah ja, Schematücher, genau. So, und diese Boxbandagen, die kommen jetzt noch da um den Arm drum. So sieht das aus. Oh, das sieht cool aus jetzt mit dem Braun oben drüber, mit dem T-Shirt. Ja, das ist wichtig, dass du Kontrast hast. Morgen. Morgen. Haben wir noch irgendwo ein besseres Stirnband? Ist nur so ein Ärmel abgeschnitten. Die Haare, die machen es echt aus. Das ist echt geil. So, jetzt packen wir mal die Pakete aus. Hier ist das kleine Messerchen drin, was ich mir bestellt hatte. Ist das auch jetzt so ein Trainingsmesser, oder? Ja, ich hoffe, das darf man halt benutzen. Das ist halt schon auch Plastik. Das ist das Messer. Das sieht geil aus. Mhm. Mir gefällt's. Tja. Okay, da hat sich später rausgestellt, das darf man nicht benutzen, das ist keine LARP-Waffe. Es sind nämlich nur so Schaumstoffschwerter erlaubt und das Ding war so ein Hartplastikmesser. Also das hier ist ein LARP-Messer. Es löst sich zwar hier schon irgendwie auf, aber die Farbe ist cool und... Oh. Ist halt gummrig. Dann gibt es diese coolen Schwerter hier für maximale Flexibilität. Die sind auch aus Schaumstoff. Aber sehen auch cool aus, finde ich. Ach schade, ein Paket kommt noch. Ich habe nämlich so einen Brustpanzer bestellt.
Und das hier sind die... Oh, das ist er gar nicht. Nee, ich habe auch gedacht, das wäre schon... Ach, Manu. Das sind dann die Pads für den Panzer. Ah, cool. Jetzt, oh. Die ist noch halt zu groß. Oh ja, das ist schon... Das ist halt Rüstung. Ja. Okay, this is just a test. I'm thinking about to create this out of leather, but I want to check how it feels like. Still have a lot of flexibility. Ja, dazu muss ich noch kurz sagen, also ich, meine Grundidee war so ein Plattenträger, den man im Militär benutzt, so eine schusssichere Weste, als Lederpanzer nachzubauen. Weil der sitzt halt ziemlich hoch, du hast hier hinten und vorne einen Pad, um ein bisschen Polster zu haben. Und du hast beste Bewegungsfreiheit, weil du halt nicht so einen tiefen Panzer hast, der dir dann noch irgendwie im Bauch oder im Rücken hinten hängt. Gucken wir mal später, wie das Ergebnis aussieht. Also mein Plan war es ja, hier so ein Korsett anzuziehen und darunter irgendwie ein Hemd oder so. Die Farbe ist richtig gut getroffen, glaube ich. Hä? Das ist aus Leinen. Guck mal, wie... Sieht echt geil aus. Junge, die Farbe ist ultra perfekt. Kurze Empfehlung, auf Vinted könnt ihr Material Leinen eingeben und da findet ihr so günstigen Shit. Das ist schon gut, ey. Ich habe das, glaube ich... Wie viel habe ich dafür gezahlt? 8 Euro oder so? Und meine Schuhe haben einfach nur 10 Euro gekostet. Ja. Die sind übergeil, voll Leder, mit Lederinsole, alles. Ja, das Zähne. Ist schon krass. Das Korsett sieht so aus. So. Mein Outfit bisher. Yeah! I have to order a different sword. Because this could be too hard, I guess. This is definitely too hard. Also Marvin hat entschieden, sich selber schminken zu wollen. Ohne Vorlage, dann... Tu das. Das ist nur fast so ein Zeitraffer. Alter, das sieht so scheiße aus. Was? Das sieht gerade aus, als ob du dich wie so ein Ninja-Turtle schwingen möchtest. Vor allem, wenn man dann die Vorlagen dazu sieht, was man so im Kopf hat und wenn man so geil aussehen will, dann kommt sowas dabei raus. Ja. Was ist denn jetzt deine Idee? Erklär mal. Ja, ich mache hier grün. Und dann kommen noch so zwei schwarze Streifen mit drauf. Sieht so scheiße aus. Bis zu einem Moment sah es noch richtig cool aus. Alter, so ein Mix zwischen Ninja Turtle, X-Men und Captain Jack Sparrow von Flucht der Karibik. Hätten wir da gewusst, wie die Leute an dem Drachenfest dann so aussehen. Oh, leck, das wäre maximal peinlich gewesen. Aber es wird ja noch besser gleich, ey. Oh mein Gott, ne. Das kriegt schon mal einen Daumen runter. So, das Make-up werde ich jetzt mal ausprobieren. Ja, naja. Oh nee. Der geile Cut. Alter, ich sah aus wie so eine Gothic-Braut. Ich weiß auch nicht, was da erflaut war. Das sah so kacke aus. So eine verweinte Nacht gewesen. So in etwa sah ich dann nach dem Regenschauer auf Drachenfest aus. Ich habe halt überlegt, noch irgendwie so einen Haarband zu nutzen, dann sieht das schon nochmal irgendwie vielleicht nochmal cooler aus. Aber ja, so in etwa, ne? Update. Ja. Ja, das lange Kinn, das sieht scheiße aus. Jetzt wieder weg. Update. Oh Gott, wie stolz ich auch noch bin, ey. Das sieht so scheiße aus. Ich weiß nicht, wieso ich das cool fand ab dem Moment. Ich weiß nicht, was du mit diesem Kind hier gedacht hast. Na gut, ich muss gar nichts sagen, aber... Das sind halt die ersten Versuche. Oh absolut Gott. Schlimm. Alter, was bist du, Spider-Man? Das sieht cool aus, oder?
Ja, doch. Alter, was bist du, Spider-Man? Das sieht cool aus, oder? Ja, auch voll cool. Das sind noch so Kreativbeutel, die habe ich im Teddy gekauft. Das ist hier so ein Kreativrucksack noch. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz cool, weil das ist hier so ein, ja, so ein Leinstoff und da kann man irgendwie das Ganze vielleicht noch braun färben und dann hat man schon einen Rucksack. Die Sachen habe ich übrigens auch noch im Teddy gefunden. Also das ist noch so ein Kleid, was ich mir im Teddy noch gekauft habe. Der halbe Outfit aus dem Teddy. I'm Tucker. Ja, wir sind jetzt gerade im Teddy. Yeah, we are looking for some stuff we can use for our costume. Pretty cheap things. Oh, I could have used this for my face carrier. Stimmt. Das würde gehen. Oder? Ja, ich glaube. Mama. Au! Das tut schon weh. Ich dachte, eigentlich wollte ich nur so eine Stoffbahn haben, aber das ist eigentlich doch ganz cool. Deswegen werde ich das jetzt hier noch so einschneiden und hoffe, dass das dann cool aussieht. Das ist der Plan. Nein. Das ist der Stand. Das ist der Plan. Soweit der Stand. Beim Schwertkampf, da kann ich mich verbinden. Oh nein. Ah, geil. Ärzte da wahrscheinlich. Ja, gibt auch Ärzte. What you doing? I'm stitching the patches on my pants. Cool. Und wofür machst du das jetzt? Dass es besser aussieht. Gebrauchter aussieht. Ja, hier habe ich mir auch so eine ganz normale Hose gekauft und so eine günstige. Und die versuche ich hier gerade ein bisschen auf alt zu trimmen. Mit so ein paar Lederflicken drauf und wie ich mir das so vorstelle. So viel Arbeit, die scheiß Flicken da drauf zu nehmen. Das sind halt die vielen kleinen Details. Die machen es am Ende, aber die halten halt auch ewig auf. Ja, das stimmt. Yeah, I patch this jeans here a little bit because if you put this over it, I think I will leave the other side because it's covered up like this. But this side is important that it looks like used. But I like it already. I think it will come, will look cool. So, und ich mache gerade hier so ein bisschen Federschmuck. Ich flechte das gerade hier so um die Feder rum, dass ich das dann später irgendwie noch an meine Kleidung hängen kann. Okay, the purpose of this paint job is to yeah, blend in your environment to match my character as a woodsman. And right now I'm trying to do this with not the paint, with the Quacken. Ist das nicht heiß? Ja, es ist heiß. Side Info, wir gehen in einer halben Stunde zum Familienessen. Ich gehe einfach so. Okay. Wie intensiv dieses Schwarz auch ist. Mhm, ist doch geil, oder? Ist mega gut. Nach der Woche so voll die Brandwunden im Gesicht. Marvin, wieso zeige ich diesen roten Punkt auf deiner Stirn? Ja, das ist eine Scheißgeschichte. Also, wir standen kurz vorm Angriff. Irgendwelche drei Lager standen vor uns im Tor. Ich musste mich noch schnell fertig machen und eine Kriegsbemalung aufmalen. Und ich mache das ja mit so einem Korken, den ich in meine Kerze halte und dann Rouge ins Gesicht schmier. Auf jeden Fall war ich mich da am Fertigmachen, hab noch mit irgendjemandem geredet, das Ding über die Kerze gehalten und dann vergessen, ihn abzukühlen zu lassen und mir direkt instantly in meine Stirn reingerammt. Ja, und oh Mann, ey. Da hing halt echt Haut dran und alles. Das war maximal dämlich. Ey, ich habe mir einen abgelacht, als das passiert ist und Marvin dann auch. Das war so bescheuert. Und ich war echt sauer auf meine eigene Blödheit. Das war so blöd. Diese überfette rote Schleife, ja, auf der Stirn. Sah halt echt übel aus, gell? Das sah schon übel aus. Ja. Hattest du dann auch ein bisschen Schiss, dass es nicht mehr weggeht. Ja, aber ich glaube, es geht wieder weg. Ja. Ja. Scheiße. Die hängen zu hoch, die Kirschen da. Ja, ja, die sind schon. Die nehmen wir mit zum Mittelalterfest. Von 1984. Da kommst du nicht dran. Ja, den hat unser Opa irgendwann mal gefangen, also 1984. Irgendwann. Und irgendwie unser Onkel wollte den nicht mehr in
im Haus hängen haben. Dann haben wir ihn mitgenommen. Dachten, das wäre eigentlich ganz witzig, den da irgendwo im Camp aufzuhängen. Macht ihr den noch schwarz hier oder kann noch so ein So, Make-up Nummer 2. Und hab's dann halt im Glas gemacht. Vielleicht. Die Szene noch, wo du mit dem Knüppel da auf den einen. Was ist das? Okay. Alter. Alter. Alter, ist da Beton drin oder? Junge. Alter, was ist der Fisch? Ich weiß es nicht. Junge. Alter, was ist der Fisch? Ja, da wurde erstmal ordentlich auf Achim eingegangen. Ja, das weiß gar keiner, gell? Ja. Wir haben halt versucht, den Achim vom Brett abzukriegen. Ja. Ohne Erfolg. Sonst nehmen wir das ganze Ding so mit und hängen das irgendwo hin. Tauschware auf dem Markt. Stimmt. Der war auch super als Markierungspunkt für unser Lager, weil alle Leute, die halt zu unserem Lager wollten, haben ja immer gesagt, geht zum Lager mit dem Fisch. Ah, stimmt, genau, das an der Ecke. Ja, das war der Lagerposition war die beste. Ja. Das denke ich passt. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Used Look Kampfoptik. Jetzt versuche ich da nochmal einen Layer drüber zu sprayen. Und dann sieht das, glaube ich, ein bisschen gebrauchter aus, das Messer. Probiere ich mal das hier aus. Stumpf. Alter, das ist ja richtig Glitzer. Dreh nochmal um. Das ist noch fast crazier. Wird cool. Mhm. So auf der Brust dann. Ah, ich wollte das Kunststoffmesser ein bisschen cooler machen und so irgendwie cool anmalen und dann noch so ein bisschen so ein paar vom Kampf so Kanten reinmachen. Ja, wie gesagt, am Ende durfte man das Messer ja gar nicht benutzen als Labwaffe. Zeig mal kurz deinen Look. Der hat sich jetzt auch nochmal wieder verändert. Ja, wir sind die ganze Zeit dran, da irgendwelche Sachen zu optimieren. Ich finde dieses Röckchen noch cool, aber das muss aus einem anderen Material, weil das hier ist so Billo-Stoff. Aber es ist schon mal nicht schlecht, es kommt. Und noch ein bisschen an der Kriegsbemalung am Arbeiten. Ja. This is 100% handmade. I underestimated the work what goes into this damn chest armor. That everything is strong enough, I have to hammer those rivets down. That's a pain in the ass. Also der Panzer, muss man sagen, der war schon echt geil. Der hat ja ultra gut gehalten. Ja, der war stabil. Ja. Der mega custom made. Lohnt sich schon, gerade wenn man da viel Bewegung und Action macht. Ja. Das schon. Also der Plan ist gerade, aus meiner alten Jacke so eine Art Fellüberwurf zu machen, wie es der Marvin jetzt quasi auch hat. Aber dass ich aus der Jacke mal irgendwas noch machen kann, Wahnsinn, das hätte ich niemals gedacht. Am Ende sind wir einfach nur so fair. Ich bin so fleischig. Ja, hier würde ich sagen. Das muss noch angesprüht werden. Nice. Aber diese Bindedinger, also ohne Witz, wenn wir das nächstes Jahr nochmal machen, habe ich da irgendwas anderes. So eine Lederbeinschiene. Das war so nervig, jeden Tag zu binden. Auf jeden Fall noch Fell hier. Wobei für nächstes Jahr hätte ich gerne noch ein bisschen dunkleres Fell, weil gerade später bei Nachtmissionen habe ich es gemerkt. Das war auch dein Pelz hier oben. Ja. Das hat man halt echt gemerkt. So, wenn es dunkel war, du liegst so in den Büschen, dann mit Mondlicht leuchtet. Das ist das Einzige, was geleuchtet hat, der scheiß Pelz. Und die Schwerter. Und die Schwerter, würde ich gerade sagen. Ja. Stimmt. So, das ist meine Armschiene, die ich vorhin gemacht habe. Hier ist noch mein anderes Leder. Da stampfe ich jetzt gleich noch die Löcher rein. So wie hier. Und dann ziehe ich da so ein Gummi durch und hier habe ich dann noch so einen Verschluss, damit kann ich es dann so verstellen, wie ich möchte. Mit dem Gummi war beste Wahl, weil ja. Wenn du so ein Gummi hast, ist ein bisschen elastischer. Ich habe es auch oft nochmal nachgezogen. Und am besten auch nicht zu kurz abschneiden, da habe ich auch nochmal ein neues Gummi reingezogen, weil es ist so kacke, wenn du die ganze Zeit das Ding wieder ausfädeln musst. Es war geil, wo du es so lang hast, kannst du es nämlich mit dem Mund greifen, langziehen, dann kannst du mit diesem Versteller das festmachen. Und danach drum wickeln. Ja, das war das Beste einfach. Ne? Das ist ungefähr ein groben Überblick, wie viel dein Kostüm jetzt kostet. Ich muss es nochmal richtig ausrechnen. Ich würde mal so... Ich denke, am Ende geht's noch, weil Phil, danke Phil,
hat mir extrem geholfen bei der Lederrüstung. So, I'm here with one of my best friends, Phil, and we are working on a custom-made leather chest protector. And this is my first prototype I made out of paper boxes. And hopefully, when everything works, we will have a nice plate carrier made out of leather. And not any leather, the best leather from German cows, I think. Here you can feel already the weight of the different plates. Oh, I like even the smell. Nice. Und dann hat er mir für einen super Preis das Leder gegeben. Das ist vor allem meins ist ja doppelt gemoppelt. Normal hast du die einfachen Lederpanzer, haben nur eine Lederschicht. Meine hat ja einmal Leder und dann nochmal die komplette selbe Größe drüber, weil ich ja noch die Platten drin habe. Ja, der war schon geil. Weil also, da kannst du echt einen Dropkick so richtig mit zwei Füßen gegen die Brust kicken. Du hast da vielleicht auch nochmal andere Vorstellungen gehabt von den Kämpfen. Ja! Wir wollen halt maximal Show abziehen. Da arbeiten wir nächstes Jahr noch dran. Ja. Okay, finally, my chest armor is ready. And yeah, to show you all the process I went through with the chest armor. This is the first armor I bought from Amazon. Pretty flimsy. I mean, it's not bad. It looks okay. I think it's cool. But I wanted to make something by my own. So I came up with the idea to build a military plate carrier out of leather. And this is what I did. This is the first prototype out of paper boxes. And yeah, to see the different measurements and length. And then this is the chest protector, the finished one I made with my very good friend Philip. Thank you, Philip. And yeah, it turned out to be really great. The original design was to close it with paracord on both sides. But I changed it to this quick lock system. And I think I'm prepared for war with this thing. Awesome. Ich bin mir gerade noch unsicher, ob ich das so hinhängen soll. Mhm. Oder lieber seitlicher. Was denkst du? Nee, ich fand's von vorne besser. Echt? Hm. Okay, schau's nochmal. Es hat halt ewig gedauert, bis du mal dieses Ding zusammen hattest, ne? Weil du einzig nicht wusstest, wie du es jetzt machen sollst. Ich finde, also ich muss auch sagen, ich war nicht hundertprozentig zufrieden, als mein Outfit am Ende war. Ja, dieser Rock und so, keine Ahnung. Du musst auch irgendwas so mit Leder und Fellstücke irgendwie so einen Rock zusammennehmen, also so wie ich hatte, ja, den Kampfrock. Den Kampf noch nie benutzt. Chaos. Shit. Stimmung gerade ist ein bisschen. Jeder ist erschöpft vom Basteln. Ja. Kein Bock mehr. Aber ist noch nicht der. Ich glaube noch nicht die Schminke, mit der ich gehe. Schnauze. Aber ich habe schon eine Schwertscheide gemacht. Vielleicht mache ich mir noch eine für den Rücken, für ein zweites Schwert. Ich habe eine Messerscheide. Ja, die sieht richtig cool aus. Die ist nice. Cool. Und ich mache gerade hier so ein, aus dem Rockteil mache ich gerade, habe ich jetzt zerschnitten, mache jetzt nochmal einen neuen Rock, dass der so ein bisschen schichtiger aussieht. Ich habe mir jetzt hier noch so ein Dreieck aus so einem Stück Stoff rausgeschnitten und da knote ich jetzt so Stofffetzen dran und das ziehe ich dann über den grünen Unterrock drüber. Ich färbe jetzt noch meine Bandagen ein. Jetzt werde ich das Ganze mit heißem Wasser übergießen und das dann da reinwerfen. Ich glaube, das wird echt gut braun werden. Das sieht schon relativ gut aus. We are here with Felix. Everybody knows Felix from my channel. And we are going together to the medieval festival. Yeah, that's a good one. Show us the first sword you bought. Yeah, the first sword was way too over the top. This is the flex. Okay, and here comes the... Oh yeah. It's like one piece of solid plastic. Yeah, you don't want to get that bolt. You're basically dead. Yeah. Okay, yeah, show me what you got so far for the costume. This stuff. Oh yeah, can you take it on? Oh yeah, man. But sick, okay. The material is not too bad. This is geil. Hast du es noch gekauft dazu? Mhm. Fett, man. Ich dachte, es ist noch nice. Ja, ultra. Ey, die sehen richtig geil aus von der... Ja.
Fühlen sich auch gar nicht mal so schlecht an, fühlt sich fast wie echtes Leder an. Das ist, glaube ich, auch ultra bequem, oder? Hat durchgerissen oder was? Nur so eine Naht. Ups. Was ist das Geiles? Hast du das noch bestellt? Also, das hatte ich noch. Das ist voll cool. Geil, ey, das sieht doch bis jetzt schon mal fett aus. Ach so, das ist eine komplette Einheit, jetzt eine neue. Ja. Sick. Wie sieht's aus? Geil, also ich find's geil. Okay. Oh yeah. Das wird so gut. Ich weiß nicht, ob das mit den Handschuhen machen. Du sagst so friemlich, oder? Ach, schon gerissen. Ja. Das ist halt so Zeug für Freitag. Wir roughen alles am Mittwoch und am Donnerstag, das ist die Mission. Wird alles gerufft fürs Training und dann gucken wir, dass wir alles wieder zusammennehmen können. Das kann's ja. Alright. Was ist das? Das ist ein Plastikränder. Dieses Material wird gewoben von blinden Frauen in eine wüste Stadt. Okay, jetzt sehen wir schon. Uns fehlt eine Zeltstange. Es hat schon was von Kuckucksklären so. So irgendwie? Ja. Also ich glaube, so schon gehen. Hier bauen wir jetzt das Zelt auf. Das haben wir von Felix, seinem Kumpel Martin, ausgeliehen. nur ausgeliehen bekommen. Aber vielen Dank, Martin, an dieser Stelle nochmal. Wir hätten sonst so, weiß nicht, irgend so ein Aldi-Zelt gepennt. Da hätten wir dann am Rande von dem Campingplatz irgendwo versteckt campen müssen. Du hast halt voll nicht die Connection dann. Ja, das war mir auch nicht so klar, aber Lab gehört halt einfach dieses Zelt mit dazu und das ganze Camp, also eigentlich alles. Es muss ja, du kannst ja nicht mal eigentlich offiziellen Gaskocher benutzen. Ja, und dann die Schälchen, die Trinkgefäße, alles muss so ein bisschen diesen mittelalterlichen Touch haben. Ich denke, es ist halt wichtig, dass wir ein bisschen genug Stangen und Seil dabei haben, damit wir dann irgendwas zusammengenagelt bekommen da vor Ort. Und genug Felle und. Ja, genau. Das Kuhfeld nehmen wir mit. Das Kuhfeld kommt hier vorne hin. Marvin, erklär mal kurz, was wir hier machen. Ja, wir versuchen hier gerade auf die Zelte testweise oder das Zelt testweise aufzubauen. Und es sieht schon mal nicht schlecht aus. Also hinter uns tut Günther, Felix Vater und Felix gerade noch neun so Zeltstangen für uns herstellen. Extra aus Naturmaterial von diesem Baum. Das hier wird unser Vorzelt aus Jute-Stoff. Es ist alles noch so ein bisschen improvisiert gerade, aber es wird. Ja. Uns ist, glaube ich, nochmal richtig bewusst geworden, dass das Camp an zweitwichtigster Stelle nach der Ausrüstung kommt, würde ich sagen, oder? Wir werden angegriffen! Das war witzig. Das sieht doch ganz geil aus. Nice. Oh. Ich dachte, das gehört auch zum Video aus. Ich hatte mir beim ganzen Training, hatte ich mir vom Abrollen und unserem Stunt-Training, hatte ich mir die Hüfte geprellt gehabt. Aber übelst, das hatte ich noch nie gehabt. Stimmt, da hat es ja auch richtig Schmerzen. Ja, es hat so weh getan, ich konnte kaum noch Treppen laufen und geschweige denn in die Hocke gehen und mich irgendwie abfangen, so wenn ich irgendwo runterspringe. Da hat das immer so ein übelstes Ziehen in die Hüfte reingegeben. So Leute, das war's mit unserem heutigen Drachenfest-Vorbereitungsvlog. Und im nächsten Video seht ihr dann unser spektakuläres Lab-Kampftraining. Dann gibt's noch später unsere Charaktervorstellung und schließlich geht's dann ans Drachenfest! Unsere erste Lab! Yeah! Und, das war eine richtig coole Aufnahme, wir können schon auf was gespannt sein. Genau, wir waren nämlich schon da, wir haben schon alles erlebt, jetzt müssen wir das alles nur noch zusammennageln für euch und dann kommen hoffentlich ein paar coole Videos dabei raus, oder? Yep, auf jeden Fall. Soweit der Plan. Dann. Danke fürs Zusehen, thank you guys for watching. Bye! See y'all next time! Das musst du immer noch sagen, das ist wichtig.